Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Wir hatten letztes Mal mit dem Thema Wer ist Joshua, wer ist Jesus angefangen, und wir machen weiter. Also heute ist also Teil 2 von unserer Serienlehre von über Joshua. Bevor ich weitermache, möchte ich mal kurz beten. Herr Joshua, unser Herr, danke, dass wir dein Wort aussprechen dürfen. Herr, danke für dieses Video und danke für alle Zuschauer. Herr, mein Gott, segnet uns alle. Segne uns also durch dein Wort und leg deine Worte in meinen Mund. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Also, machen wir weiter. In Matthäus 16, ab Vers 13 hatten wir letztes Mal gelesen, wo Jesus also diese Frage gestellt hatte, was sagen überhaupt die Leute, wer ich bin? Also es war wichtig für ihn zu wissen, also was überhaupt also seine Jünger über ihn dachten. Und da sieht man also, dass schon also eine gewisse Durcheinander in der Stadt gab. Die Leute dachten, okay, er wäre ein Prophet oder Elia, sogar der Johannes, der Täufer, der gerade gestorben war, und noch irgendein Prophet. Aber wir wollen einfach hier sagen, dass da viel auch passiert ist. Also wir haben gesehen in Vers 16, Vers 16, Petrus hat da seine Antwort gegeben, und er sagte in Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und hier hatte Petrus die Offenbarung bekommen, weil Jesus Joshua direkt danach sagt, und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simons Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Also hier sieht man also, dass Petrus eine Offenbarung bekommen hatte. Und hier sagt unser Herr, dass diese Offenbarung direkt vom Vater kam. Halleluja. Also, und so verstehen wir sofort, dass diese Erkenntnis, also wer Joshua ist, von Vater, vom Heiligen Geist, von Gott kommt. Halleluja. Und dann sagt der Herr: Glückselig bist du, also einfach gesegnet bist du. Und hier sieht man also, dass dieser Segen hat auch ist verbunden, also mit der Offenbarung, wer Joshua ist. Ich hatte letztes Mal also kurz über diesen Name Joshua gesprochen, und ich bin mir sicher, es gibt also einige, die nicht dafür sind, aber auf Griechisch sagt man also Jesus, auf Hebräisch ist also Joshua, und im alten Bund gibt es zum Beispiel also der Joshua, es gibt also ein Buch Joshua, es gibt also das ist derselbe, der Nachfolger also von Moses, der Joshua hieß, aber auf Hebräisch dieser Name ist einfach Joshua. Also diese Frage, die Frage: Wer bin ich? Was sagen die Leute, wer ich bin? Es ist heute so entscheidend, weil viele sind so durcheinander. Es gibt also ein Durcheinander heutzutage, wo die Leute nicht mal wissen, wer der Herr Joshua ist. Also ob ich Joshua sage oder Jesus sage, ich hatte letztes Mal also in meinem letzten Video gesagt, Jesus zu sagen, das ist keine Sünde. Aber dass man also zurück einfach auf diese ursprüngliche Name gehen, möchte ich gern gehen. Ob ihr das wollt oder nicht,
es ist offen, jede ist frei. Amen. Also ich hatte mit dem Namen Joshua angefangen. Heute möchte ich gerne weiter diese Frage noch beantworten. Er fragte, was sagen die Leute, wer ich bin? Es gab ein Durcheinander. Die Leute wussten nicht wirklich, wer er war. Und dann bekam Petrus diese Offenbarung. Du bist der Christus. Du bist der Lebendige, der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Aber man sieht da so weiter, also Christus, erstmal möchte ich also die Definition von Christus geben. Christus, das ist der Messias. Das bedeutet der Messias, der Gesalbte. Nicht vergessen, dass das Volk Israel immer auf einen Messias gewartet hat, also der Retter. Das ganze Buch von Jesaja ist voll von Prophezeiungen über den Messias. Also wer ist der Messias? Dieser selbe Petrus sieht man. Petrus hat ja auch Briefe geschrieben in 1. Petrus, 2. Petrus. Aber in 2. Petrus sieht man etwas. Also 2. Petrus direkt am Anfang. 2. Petrus, also Kapitel 1. Kapitel 1, also von 2. Petrus, sieht man direkt ab Vers 1, Petrus sagt, Simon Petrus, Knecht, Apostel Jesu Christi, denen die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch immer reichlich zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Halleluja! Also, Petrus, der diese Offenbarung bekommen hatte, dass Jesus der Messias war, schreibt hier, er geht noch weiter, er bleibt nicht nur bei Messias, er geht noch weiter und stellt den Messias auf gleiche Ebene mit Gott. Also der Messias ist hier der Gott, der Retter. Halleluja! Er ist nicht nur also bei Messias geblieben, also der Gesalbte. Nicht vergessen, dass also im Alten Bund dieser Begriff, also Christus, also Gesalbte, es gab viele, die die Salbung bekommen hatten. David war eine Gesalbte. Die Propheten waren auch Gesalbte. Aber der Messias, der Retter des Volkes Israel, prophezeit von Jesaja, der kommen sollte, also der König, der in Jerusalem regieren sollte, also dieser Messias, wurde hier als den lebendigen Gottes Sohn, den lebendigen Sohn Gottes betrachtet. Das ist diese Offenbarung, die Petrus also bekommen hatte, und dann sagte Jesus, glückselig bist du, weil das da, was du gerade bekommen hast, ist also von meinem Vater. Aber derselbe Petrus stellt Jesus, also Joshua, nur als, also Joshua, der Messias, als Gott. Halleluja. Also er ist nicht nur beim Messias geblieben. In Römer, also sogar Paulus in Römer, wir können also Römer 9 auch nehmen. Römer 9 sieht man das, also wie der Messias, Joshua, als also Römer 9, ich lese ab Vers, sagen wir Vers 1. Wir können also ab Vers 1 anfangen. Hier steht also ab Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, sagte Paulus. Wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht,
ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bedürfnisse und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. In Vers 5 lesen wir, Vers 5 steht, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Sogar Paulus hier in diesem Vers stellt also der Christus als der über allem ist, also Gott. Halleluja. Also man sieht, dass Joshua, der Messias ist, als Gott auch gesehen. Also der Messias war auch Gott. Dieser Messias, die hatten auf diesen Messias so gewartet, und dann ist der Messias gekommen. Und Petrus hatte diese Offenbarung bekommen, du bist der Messias. Aber derselbe Petrus, am Ende seines Lebens, weil in 2. Petrus sieht man, dass er schon also alt war, er war schon am Ende. Und da schreibt er noch, dass der Messias nicht nur Messias war, sondern Gott. Halleluja. Und deswegen ist also so wichtig zu verstehen, es ist so wichtig, also auf diesen ursprünglichen Namen Joshua zu kommen. Man kann schon also Jesus sagen, es ist okay, aber wenn man also auf Joshua zurückkommt, dann versteht man die tiefere Bedeutung, wer er wirklich war oder wer er wirklich ist. Halleluja. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 14, ich hatte doch letztes Mal gesagt, wir fangen also langsam mit der Lehre über Joshua, und letztes Mal hatte ich bloß also diesen Namen Joshua erwähnt, und da gab es schon also Kommentare, aber wir danken Gott dafür, weil wenn man also auf diesen Namen zurückkommt, dann versteht man mehr, was dahinter steckt. Halleluja. Der Name Joshua bedeutet Jahwe der Retter oder Jahwe ist Heil. Halleluja. Aber in Johannes 14, Philippus hatte Jesus also die Frage gestellt, ich suche das, Johannes 14, ab Vers 8. Philippus also spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Oh, Halleluja! Hier sieht man also, Jesus bekennt sich also als der Vater. Also Joshua auf dieser Erde, Joshua der Mensch, war 100% Mensch und 100% Gott. Halleluja. Hier sieht man, dass die Jünger Christi sind nicht nur auf Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes geblieben, aber die sind in dieser Offenbarung gewachsen. Die sind gewachsen, bis sie verstanden haben, dass Joshua Gott ist. Halleluja. Er hat sich also als Sohn Gottes geoffenbart.
Aber wie er wirkte, alles, was er getan hatte, hatten sie festgestellt, aber das ist Gott. Und noch der Name, sogar Moses, wir werden schrittweise gehen, Halleluja. Es gibt so viel zu erkennen, so viel zu entdecken in der Bibel über unser Herr Jehoshua. Halleluja. Also, Mose war in Ägypten. Er hatte so viele Götter, die ägyptischen Götter gesehen, also wie die Leute, also die ganze Götter von Ägypten, also ich sage einfach Götzen, wie die Ägypten also Götzendienst gemacht hatten. Er hatte von verschiedenen Götter gesehen. Aber dann begegnete der Gott, der alles erschaffen hatte. Und dann sagte er etwas. Wir können das also in 2. Mose. Ich nehme mal 2. Mose. Vielleicht können wir das ja so schnell lesen. 2. Mose. 2. Mose Kapitel 3. Genau. 2. Mose Kapitel 3. Ab Vers 13. Genau. 2. Mose Kapitel 3, Vers 13. Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Also, die wollten wissen, also was sein Name ist. Er wollte wissen, also was der Name dieser Gott ist. Als er diese brennende Busch gesehen hatte. Und daraus kam also eine Stimme. Aber sagte er, okay, ich gehe also zu dem Volk Israel. Was will ich da sagen? Die werden mich bestimmt fragen, okay, hier in Ägypten haben wir viel, es gibt viele Götter, es gibt viele, die sich also als Gott bekennen. Paulus sagt das sogar in 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 8, ab Vers 4 oder 3, 4, 4, 5 dort. Er sagt, es gibt sogar wenn es viele Leute, die sich also als Gott bekennen, aber für uns gibt es nur einen Gott. Und unser Gott ist einer. Halleluja. Also, die waren schon Monotheist. Halleluja. Und genau Moses fragte, ja, aber es gibt also so viele Götter dort. Was ist dein Name? Und dann sagte er, ab Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin der, ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Halleluja! Dieser, der ich bin, ist der Tetragramm. Es gibt also, wir haben sogar eine Lehre auf unserer Seite, zurück zum Wort, über den Name Gottes. Sie können, es gibt viel Details da drin, aber durch diese Lehre, durch diese ganzen Videos werden wir schrittweise gehen und zeigen, dass Jehoshua, also Jesus, Gott ist. Also, heute wollte ich also einfach zeigen, dass sogar Petrus, die Jünger Jesu, die sind nicht nur auf den lebendigen Sohn Gottes geblieben, obwohl sie diese Offenbarung bekommen hatten. Die sind in der Offenbarung gewachsen. Halleluja. Die sind in der Offenbarung gewachsen und die Augen wurden noch aufgemacht, dass Jehoshua nicht nur der Sohn Gottes war, sondern auch Gott auf gleicher Stelle Gott ist. Dass, wenn man das also versteht, wenn man also diese Offenbarung hat, wenn man das also
diese tiefere Bedeutung versteht, also wer Jehoshua ist, Yahweh, der Retter der Yahweh Israel, weil hier, als Mose sagte, was ist dein Name, sagte, ich bin der Ich Bin, das ist der Tetragramm, das heißt Yahweh. Yahweh, der Gott ist. Halleluja. Und man hört das, man sieht das auch in diesem Gebet, also von die Israeliten bis heute beten so und sagen, Schma Israel. Halleluja. Schma Israel sieht man auch, das kann man auch schon, also in, ich will nicht also heute gehen, aber in 5. Mose. 5. Mose, also ab Kapitel, 5. Mose Kapitel 6, sieht man also das Schma Israel. Wir werden in den nächsten Lehre über diese Namen noch tiefer und tiefer und tiefer gehen, damit die Leute wirklich verstehen, was dahinter steckt. Halleluja. Also Jehoshua, deswegen ist es so wichtig, auf diese Name Jehoshua zurückzukommen und zu verstehen, wer er wirklich ist. Amen. Also Jehoshua, Jesus, Gott ist. Die hatten die Offenbarung bekommen, dass er der Messias ist. Der Messias ist der Retter, der König, der Gesalbte, dieser Gesalbte, der kommen sollte, um das Volk Israel zu retten. Aber da sind sie nicht geblieben, die sind gewachsen in der Offenbarung. Und da sieht man also, Paulus stellt den Messias als Gott. Und Petrus, der diese Offenbarung auch bekommen hatte, stellt den Messias als Gott. Halleluja. Also Jehoshua ist Gott. Das ist die Lehre. Das ist also, was wir in unserer nächsten Lehre, alles, was wir da machen werden, also durch diese Serie, wer ist Jehoshua? Wer ist Jesus? Jesus ist der Messias. Jesus ist Gott. Damit die Leute einfach diese Trinität oder diese Dreieinigkeit, die Leute also so verführen, so die Leute durcheinander bringen, dass sie erstmal also zu die beten erstmal zu Jesus, um damit sie zu Gott gehen, oder die beten zu Jesus, Jesus, bitte hilf mir, und dann, okay, ich bin jetzt fertig mit Jesus, jetzt bitte ich zu Gott, Gott, hilf mir. Nein, Jesus ist Gott. Wenn man zu Jesus spricht, spricht man zu Gott. Wenn man zu Yahweh spricht, spricht man zu Gott. Spricht man zu Jehoshua. Eins, unser Gott ist einer. Halleluja. Nächstes Mal, wenn wir tiefer in das Schma Israel also gehen, also dieses Gebet ist, höre Israel, Yahweh, dein Gott ist einer. Halleluja. Das ist es, das ist es. Und wir wollen die Leute einfach, wir wollen, dass das Leib Christi dieses Verständnis bekommt, diese Offenbarung bekommt, das Leib Christi befreit von dieser Dreieinigkeit-Lehre, wo die Leute zuerst mal, die sprechen also zum Heiligen Geist, zu Jesus, und dann zu Gott. Also, wenn man zu Jesus spricht, spricht man zu Gott. Yahweh. Halleluja. Halleluja. Es ist wichtig zu wissen, welchen Namen unser Herr, unser Gott hat. Weil überall auf dieser Welt, es gibt Leute, die sagen, mein Gott heißt Allah oder Buddha oder irgendwas oder irgendwelche Namen. Nein, dieser Gott hat sich geoffenbart und hat seinen Namen gegeben. Und sein Name ist Yahweh. Und es gibt keine anderen Namen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet sind. Dieser Name ist Jehoshua, der Retter. Yahweh, der Retter, Yahweh ist Heil. Halleluja. Gott segne euch. Und das war der zweite Teil von unserer Lehre über Jehoshua. Wer ist Jehoshua? Heute haben wir erkannt, dass Jehoshua der Messias ist. Aber dieser Messias ist als Gott auch aufgestellt. Dieser Messias, dieser Retter, der auf diese Erde gekommen ist,
Gott Yahweh ist. Gott segne euch im Namen unser Herr Yehoshua Mashiach. Amen.